Ja, aber dann, als sie dann endgültig gegangen sind, da hat es mich dann auch getroffen. Dann war es so, oh mein Gott, ich sehe die jetzt alle echt nicht mehr wieder für eine sehr lange Zeit. Und das sind alles wie kleine Geschwister für mich und es war jetzt schon schwierig, da Abschied zu nehmen. Besonders schwierig macht es für mich, weil ich nicht weiß, wann ich zurückkomme. So diese Unwissenheit ist schlimmer als zu wissen, man kommt nie wieder und das ist für einen Abschied für immer, glaube ich. Also für mich macht man sich viel mehr Gedanken darüber, als wenn es einfach so ist, ich sehe sie nicht wieder und jetzt muss ich halt damit umgehen und das lernen und das irgendwie schaffen und ja. Der andere Abschied, der wirklich schwer war oder ist Folklore. Moment, mein Arm tut weh. Da hatte ich jetzt gestern meine letzte Unterrichtsstunde von Folklore und ich habe die alle so ins Herz geschlossen. Es fühlt sich immer an, wenn ich da hingehe, wie so ein Familientreffen. Es ist echt besonders und das möchte ich eben nicht verlieren. Aber ich weiß, dass wenn ich weg bin und dann irgendwann wiederkomme, dass es wahrscheinlich nicht mehr so sein wird, wie es jetzt ist. Und so Sachen machen mir eben Angst. Und ich versuche einfach die positiven Erinnerungen mit mir mitzunehmen und jetzt nicht zu sehr auf dem Abschied nehmen festzuhängen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man versteht, worauf ich hinaus will. Ich freue mich unglaublich, dass ich das alles erleben durfte. Weil Folklore ist was richtig Schönes, besonders eben diese Gruppe, die hat es für mich zu dieser tollen Aktivität gemacht, die es halt jetzt für mich geworden ist. Und dafür bin ich wirklich dankbar, den ganzen Menschen. Und ja. Und jetzt geht es einfach bald zurück und jeden Tag habe ich 10 Millionen Abschiede und irgendwie, keine Ahnung, bin ich so ein bisschen, ich habe es immer noch nicht so richtig realisiert. Da ist einfach so, ich bin dann einfach wieder in Deutschland. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und in einem Monat arbeite ich in einem Krankenhaus. Hä? In einem Monat, das ist so nichts. Das ist unvorstellbar. Guten Morgen, ich sitze am Flughafen in Bariloche und fliege jetzt gleich nach Buenos Aires und ja, die große Reise geht los, der Rückflug nach Deutschland und dann komme ich morgen um 6 Uhr argentinische Zeit, 11 Uhr deutsche Zeit in Deutschland an. Stunde 6, glaube ich, und wir sind durch die Sicherheitskontrolle durch. Yay! Letzter Ausreisestempel. Stunde 11 der Reise und es ist richtig seltsam, weil die ganzen Lufthansa-Menschen natürlich aus Deutschland kommen und die reden alle Deutsch und ich bin es einfach nicht mehr gewöhnt, Deutsch zu hören und es ist jetzt schon ein bisschen so ein kleiner Kulturschock und ich antworte die ganze Zeit auf Spanisch oder auf Englisch. Naja, jetzt kommen noch 10 Stunden 41 Flugzeit und dann komme ich endlich in Frankfurt an und dann sehe ich meine Familie wieder. Also, ich sitze hier neben zwei Argentinierinnen und wir reden die ganze Zeit und sie möchte Grüße ausrichten an euch alle. Wir sind gerade, also man sieht die ganze Zeit aus dem Fenster, richtig krasse Blitze, es ist voll heftig und ich glaube, wir fliegen jetzt gleich so ein bisschen halb durch das Gewitter. Mal sehen, man merkt schon ein bisschen Turbulenzen. Ja, aber ich hoffe, das geht alles gut und wir stürzen nicht ab oder so. Reise, dann endlich in Frankfurt angekommen und gleich sehe ich meine Familie wieder, beziehungsweise mein Papa.
Mein Bruder ist nicht da, meine Mama muss arbeiten. Deshalb, ja, und jetzt muss ich erstmal mein Gepäck holen. Mia! Hallo! Hallo, du! Komm mal her! Komm mal her! Komm mal her! Du bist ja eine leichte Katze. Das habe ich schon wieder voll vergessen. Ja! Du bist echt ein Kammerer. Ja! Ja! Du Stinkerchen. Nach 23 oder 24 Stunden, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, bin ich zu Hause angekommen und ich habe überall Katzenhaare im Gesicht, weil ich gerade mit meiner Katze gekuschelt habe. Ja, und wir sind wieder da. Und auch der Papa und die Mama muss arbeiten und der Simon ist in Auschwitz mit der Schule. Hallo. Yes. Wieder ankommen ist echt schwer. Ich bin erst einen Tag hier und vermisse Argentinien schon so unglaublich. Und kann gar nicht glauben, dass es jetzt einfach vorbei ist. Moment, ich muss mal die Musik ausmachen, sonst wird das Video gesperrt. Und man kommt halt einfach zurück in eine Welt, die so vertraut ist, aber gleichzeitig so fremd ist. Es ist halt irgendwie so, als ob man verschiedene Leben hat und dann ein Leben einfach plötzlich beendet wird und man nicht mehr zurück kann. Und das alte Leben geht einfach genau da weiter, wo man aufgehört hat. So als ob man nicht mal weg gewesen wäre. Naja, ich lese gerade Blog-Einträge von Menschen, die das auch erlebt haben. Und das hilft, weil ich spüre, dass ich damit nicht alleine bin. Und da sind echt coole Textstellen drin. Mein Anschlussflug nach Dresden nach Hause geht in 35 Minuten und dann steigen mir die Tränen in die Augen. Auf einmal, plötzlich, so viele alte Leute und alle sprechen Deutsch. Und eigentlich ist es doch erst nachts um 3, aber hier scheint die Sonne. Ich schließe die Augen, atme tief ein, schlucke die Tränen runter, bin doch schon groß. Bin in New York 22 geworden und erwachsen, so richtig meine ich, und vor allem glücklich. Ich weiß, dass ich mich daran gewöhnen werde, wieder hier zu sein und dass ich es früher oder später auch genießen werde, aber ich will nicht, weil ich nicht wieder in diesen Trott verfallen will. Und das sehe ich genauso. Also, ich werde mich hier wieder anpassen. Das ist auch logisch. Es geht gar nicht anders. Aber ich will es eigentlich nicht. Und es wird auch wieder schön hier. Nur gerade, es ist echt enorm schwer. Naja, auf jeden Fall hatte ich schon im Flugzeug Kulturschock. Und dann kam ich zurück. Und plötzlich reden wirklich alle um dich rum Deutsch. Und dein Kopf ist Spanisch. Obwohl ich mit den Freiwilligen, mit den anderen in Vigelamostura echt viel Deutsch geredet habe, komme ich hier an und ich will die ganze Zeit auf Spanisch anfangen. Und ich verstehe gar nicht warum, aber es ist halt irgendwie so. Und meine Nichte kam hier rein und war und ich war nur so, hola! Und dann bin ich so, oh, falsch. Hallo! Oder am Flughafen musste ich mich so vorbeistängeln an Personen. Und so, Entschuldigung. Und einfach so kleine Wörter, so Füllwörter, die, oder so kleine Sätze schleichen sich die ganze Zeit in mein deutsches Vokabular und ich merke das teilweise gar nicht. Oder ich denke den Satz schon komplett auf Spanisch und merke dann so, oh nee, ich muss ihn ja auf Deutsch sagen und muss ihn dann nochmal umdenken auf Deutsch. Ich bin heute Morgen angekommen. Habe jetzt schon ein bisschen von meiner Argentinienwand gemacht und weiß was umgekippt. Keine Ahnung, muss ich später mal richtig machen. Das sind alles Bilder von Kindern und Fotos. Da fehlt natürlich noch ganz viel. Das hat Leona für mich gemalt. Das ist echt richtig cool. Danke, Leona, falls du das siehst. Gracias, Leona. Ja. Und wie ihr seht hier, ich bin noch nicht so weit gekommen. Ich muss gleich mal. Ich habe ein großes Insekt im Zimmer.
Hier ist halt richtig Hochsommer. Es ist so anstrengend, es ist viel zu warm. Naja, ich muss auf jeden Fall mein Bett leer räumen, bevor ich jetzt schlafen gehe. Das muss ich jetzt machen, weil ich glaube, ich sollte wenigstens grob den deutschen Rhythmus wieder reinkriegen. Vor allem, weil wir morgen nach Kassel fahren, weil meiner Oma geht es nicht so gut. Und deshalb gehen wir sie besuchen. Und ja, ankommen ist immer eine schwierige Situation. Und wenn es dann noch Schwierigkeiten in der Heimat gibt, macht es das nicht gerade leichter. Und ich vermisse einfach Argentinien jetzt schon so unglaublich und würde am liebsten gerade einfach zurückfliegen. Es wird schon alles irgendwie klappen und ich muss mir einfach Zeit geben. Es ist der erste Abend hier und die erste Nacht in meinem Bett. Naja, es war jetzt ein riesen Gedankenchaos. Ich weiß nicht, wie viel ich davon reinschneide, aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt so einen halbwegs realistischen Einblick bekommen, wie es ist, nach einem Jahr Ausland zurückzukommen. Und ja, wir sehen uns dann wahrscheinlich nächste Woche in einem neuen Video. Bis dann. Tschüss.